verzieht sein Onkel hier sein böses Teufelswerk. Vergiftet Hamlets Vater, böse aber schlau, und nimmt sich Hamlets Mutter, die Königin, zur Frau. Hamlet kommt nach Hause, das ganze Land weint. Man munkelt, dass am Hofe nachts ein Geist erscheint. Der Geist ist Hamlets Vater, der sagt, ich muss dich sprechen. Dein Onkel hat mich umgebracht, der kannst du mich mal rächen? Der Fall ist klar, der Geist will Rache. Doch dem armen Hamlet ist nicht wohl bei der Sache. Er windet sich und zögert, der sitzt in der Patsche. Deshalb tut er so, als hätte er einen an der Klatsche. Dieser Plan hat vor allem diesen einen Sinn. Hamlet will ganz einfach etwas Zeit gewinnen. Bald schon tappen Freund und Feind in seine Falle. Der ganze Hof sagt, Hamlet hat sie nicht mehr alle. Hamlet, Prinz von Dänemark, er soll sich rächen, doch er kommt nicht aus dem Park. Pass auf, es kommt noch viel dicker, denn der Hamlet ersticht den Polonius. Ophelia macht deshalb mit ihrem Leben Schluss, denn sie war dem seine Tochter und Hamlets Mädel. Hamlet geht zum Friedhof und spricht mit einem Schädel. Ophelias Bruder, sein Name ist Laertes, kommt nach Haus und schreit, weiß jemand, wo mein Schwert ist? Er will Hamlet töten, gerne möglichst schnell, und plant mit dessen Onkel voll das tödliche Duell. Als Hamlet dann Laertes in der Sporthalle trifft, ist dessen Degenspitze präpariert mit starkem Gift. Der Onkel hat das Gift auch in den Siegestrunk gekippt und hofft, dass er das Ding mit Hamlet heute endlich wippt. Die Sache wird jetzt dramatisch aufgebauscht. Hamlet und Laertes haben die Degen vertauscht. Bald sind beide verletzt und dem Tod geweiht. Hamlet sagt Laertes, dass er ihm verzeiht. Hamlet, Prinz von Dänemark, er soll sich rächen, doch er kommt nicht aus dem Quark. Hamlet ist in einer schwierigen Lage. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Hamlet, Shakespeare's größter Hit. Pflichtlektüre zwischen Sydney und Madrid. Fatalerweise greift jetzt die Mutter zu dem Kelche und trinkt. Der Onkel wird blass und denkt, welche Riesenscheiße, Mann. Das war doch für den Sohn. Da fällt seine Frau schon sterbend vom Thron. Hamlet sieht die Mutter tot zu Boden sinken und zwingt seinen Onkel selbst, das Gift zu trinken. Das war nur wirklich kein besonders fröhliches Fest. Fast alle sind tot und schweigen ist der Rest. Whoa!